Und wie versprochen, direkt geht's hier weiter in der Wasted Werkstatt, wo wir schon mal ein paar von den bösen Jungs umgeknetzt haben. Da drüben! Wo drüben? Ja. Da war er. Habt doch gewusst, dass ich noch einen gehört habe. Soll's jetzt. Da ist der noch! Oh! Wie schön ich den jetzt per Headshot erledigt habe. Da gehört mir ein Orden. Komm, ich hab da gerade die Nüsse geschossen. Jetzt stirb! Alle Mann vorwärts! Gehe in Deckung! Da drüben! Wingstick! Das ist für dich, du Bastard! Oh, Scheiße! Oh mein Gott, wie dumm kann man sein? Er hat sich gerade mit seiner eigenen Granate in die Luft gejagt. Da haben wir ja ein ganz schönes Massaker angerichtet. Sorry, Jungs. Der Tür kann man bestimmt noch was machen. Deswegen erstmal Ausschau halten, was es hier noch so zum Looten gibt. Aber immer schön die Tür im Hinterkopf behalten. Da kann man sicher was machen mit dem Motor da. Okay, also das war sowieso die Tür, wo wir weiter müssen. Das wusste ich nicht. Aber das macht nichts. Da ist er! Ich muss aufhören, meine Wingsticks zu verschwenden. Vorwärts! Ja, vorwärts! Komm her! Renn ihn in Stücke! Amüsier dich damit! Was? Hinter zwei dünnen Rohren in Deckung zu gehen, ist vielleicht nicht das Hellste. Okay, komm her, du unterwegs. Aua. Hat ihn jemand gesehen? Hey. Spreng ihn in Stücke. Amüsier dich damit. Das ist für dich, du Bastard. Hey, wo schießen die ganze Zeit die Karten, die Typen? Wirf ne Granate. Da ist er! Ja. Amüsier dich damit! Achtung! Oh, Scheiße! Spreng ihn in Stücke! Er muss hier irgendwo sein! Dürfen Sie hey, hier drüben! Er schmeißt seine scheiß Granaten, das interessiert nicht. Da drüben! Wo bleibt die Verstärkung? An alle, zieht euch zurück! Vorsicht! Er umfällt euch! Das ist für dich, du Bastard! Hey, pass auf, wo du die hinwirfst! Schick die anderen rein! So, es ist Ruhe hier. Es rappelt im Gebälk. Uff. Das sollte funktioniert haben. Kann ich nicht wieder mal in Ruhe spielen und die ganzen Typen looten. Die Frage ist, wo geht's dahin?
Objekte, Funkgerät, Wasted Keule. Eine weitere Sammelkarte. Was auch immer ich mit der machen soll. Ah! Elektrobausatz. Was ich hier brauche. Ah ja, den kann ich glaube ich jetzt sogar brauchen. Weil da ist eine verschlossene Tür. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich will wissen, was da dahinter ist, deswegen. Ach. Bauen wir uns noch einen Schlossknacker. Wenn die Tür hier aufbumst. Stahlklingen, Stofflappen, Granaten. Stahlklingen. Vielleicht kriege ich da mal einen Bausatz, dass ich mir selber Wingsticks bauen kann. Das wäre natürlich absolut ultimativ. Also selber Wingsticks bauen. Wäre ich den ganzen Tag. Da ist der! Ein Wingstick! Ich krieg ja! Sag mal, aus was ist denn dein Kopf? Wir gehen unter. Oh, jetzt aber mal Schnauze. Ja, gegen die Nahkämpfer sind die Wingsticks auf jeden Fall unerlässlich, also vollkommen unabdingbar. Weil so schnell bist du im Normalfall nicht, dass du die Typen echt noch schön erwischt, ohne dass sie dich treffen. Also da sind die Dinger schon echt ziemlich wichtig. Und ziemlich nützlich. Ah, das ganze Zeug, was ich da finde, ist herrlich, weil das kann ich alles ziemlich gut verkaufen. Und den Benzin, ja... Das Benzin, der Benzin, die Benzin. Benzin. Einfach mal. Primär. Ja, keine Ahnung. Kann ich vielleicht auch verkaufen? Brauche ich vielleicht für meine Buggy? Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Mal nachladen. Da geht es dann wahrscheinlich weiter. Schauen wir mal, was ich looten könnte. Hey, hast du gestern auch Bash TV gesehen? Du Bastard! Ein paar mehr Munitionsdrop-Punkte wären nett gewesen. Munitionsdrop-Punkte an sich hätte ich jetzt gar keine gefunden da drin. Hey! Headshot! Hey! Headshot! Ich schlag dir die Fresse! Oh. Tust du nicht! Geht nicht! Bin getroffen! Aus Zucker, Johnny. Bist jetzt tot? Bist du auch tot? Da ist er! Wingstick! Ab! Schlachtet uns ab! Wirst du jetzt wohl tot sein? Sie halten überraschend viel aus. Das muss man schon mal so sagen.
vor allem schon langsam aber sicher wäre ein Munitionsdroppunkt nicht so schlecht. Draußen fährt gerade der Gangster vorbei. Wir brauchen die Unterstützung! Hey! Hier nicht damit! Au! Arschgeige. Er macht uns fertig! Das ist für dich, du Bastard! Ja, schmeißt mir eure Granaten so viel, wie es wollt. Das interessiert mich nicht. Oh, ich will jetzt einfach mal Munition. Ja! Yeah, Munition! Na bitte! Wie gerufen! Wir gehen unter! Sag Hallo! Nochmal, mich interessieren eure Granaten gerade überhaupt nicht. Kinders. Das ist für dich, du Bastard! Oh, Scheiße! Dummer Idiot. Das ist herrlich. Eigentlich brauche ich nur hinter der Deckung stehen bleiben und warten, bis einer mal eine Granate falsch wirft. Und dann dran stirbt. Feldrit drin. Naja. Ah, das ist sicher dieses komische Meteoritenzeug. Ja. Feldritkristalle. Zwei Banditen, Bücher. Dosenmais. Na, ausgezeichnet. Haben wir jetzt schon mehr Secrets entdeckt als in Risen und bei Risen sind wir bei Folge 24. Okay, da ist nichts mehr. Jetzt können wir auch endlich mal da weitergehen, wo wir die Typen jetzt, wo der Typ sich gerade selber in die Luft gesprengt hat, möchte man sagen. Oh shit. Verstärkung! Her damit! Bist du tot? Siehst ziemlich tot aus. Der! Was? Hallo? Wo schießt denn da einer? Verwundet! Ja, nur dass die keiner helfen kommt. Er macht uns fertig! Da ist er! Lass mich in Ruhe nachladen. Okay, wenn sie verwundet sind, brauche ich mich nicht mehr großartig um sie kümmern, da sterben sie dann offensichtlich sowieso. Brrrt. Ganz dezente Weisheit. Schraubenset. Ach, noch weiter runter. Alter. So, warte mal. Was war kurz speichern? F4? Nein, das war's nicht. Ah, was waren da Zwischenspeichern? Ah, okay. Egal. 36 Wingsticks und ein bisschen Pistolenmunition. Da ist er! Ich glaube, es wird Zeit für die Dicken. Da drüben! Scheiße! Komm zu Papa! Und tschüss!
Jetzt war mir kurz mal schwindelig. Ich glaube, der hatte eine Schrotflinte. Ja, eine Schrotflinte direkt aus nächster Nähe ins Gesicht. Das ist nicht so knusprig. Mach das. Echt jetzt? Mach das schon. Das war der große ultimative Bosskampf. Ja, so stark warst du ja jetzt nicht. Habe ich jetzt eigentlich schon alle Teile, die ich brauche? Granaten. Jo, das waren alle. Da ist er! Nochmal abschließender Showdown. Mit einem einzelnen Banditen, der es sicher nicht so lustig findet, dass er gerade gegen mich angelaufen ist. Hey komm, ich will den Typen looten, das war gerade mein toller Bosskampf und ich kann den Typen nicht mal looten. Scheiße. Der hat sicher die vollen Waffen gehabt und alles. Oh, sorry. Knackbares Schloss, habe ich noch genug Teile? Ja, ich kann sogar noch einen bauen. Verlassen. Anbringen. Peng. Na bitte. Na, wenn es das nicht wert gewesen ist, weiß ich auch nicht. Exit spricht für sich. Wir exiten hier. Steigen wieder zurück ins Wasteland. It's so wasted and so landed. Weg von meinem Fahrzeug. Arschgeigen. Das ist ja gar nicht meiner. Der ist aber nett. Wäre noch gut. Wenn es euch nicht stört, nehme ich den. So. Und während wir hier den Hang hinauf kullern, bevor da jetzt noch was passiert, bleiben wir hier stehen, steigen wir mal schnell ab, machen unsere Abmoderation. So Jungs, das war die Wasted Garage. Viel Action, viel lustig, viel Peng Peng und viel mit Bumm. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir uns unseren Buggy holen. Wir haben jetzt alle Teile zusammen und bekommen unseren eigenen Buggy. Mit dem lässt sich sicher viel Scheißdreck anstellen. Also bis dann. Peace, cool bleiben, Freundschaft, pfiat euch, was auch immer, euer Eigi. Tschüss.